Unser gemeinsames Gedächtnis wird von historischen Erinnerungen bestimmt. Es gibt bestimmte Ereignisse und bestimmte Orte, die fest mit der deutschen Geschichte verbunden sind. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Hermannsdenkmal auseinandergesetzt, einem Ort, der aktiv kreiert wurde, um eine deutsche Identität zu schaffen. Doch um ein Wir-Gefühl zu schaffen, muss auch ein anderes kreiert werden, vor denen es sich zu schützen gilt. Und um die Gegend, die die Deutschen vermeintlich besonders schützen mussten, um die soll es heute gehen. Und damit lass mal ins... Das Rheinland, bekannt für seinen Karneval, seinen Wein und überhaupt für gute Laune. Was in aller Welt kannst du daran problematisch finden? Wart's nur ab! Der Rhein fließt auf einer Länge von mehr als 1200 Kilometern durch Mitteleuropa und drei Länder, die Schweiz, Deutschland und die Niederlande. Und obwohl die Donau länger ist, gilt gerade der Rhein als der deutsche Fluss. Schon die Römer nutzten den Rhein als Handelsstrom und gründeten hier zur Grenzsicherung mehrere Kastelle, aus denen heutige Großstädte wie Köln, Mainz und Trier hervorgegangen sind. Hierauf aufbauend war das Rheinland während des Mittelalters zusammen mit dem heutigen Baden-Württemberg das politische wie wirtschaftliche Zentrum des Reiches. Das klingt doch ganz gut. Ja, war ja auch nicht alles schlimm. Eine politische Aufladung erhielt der Rhein das erste Mal unter diesem Mann, dem französischen König Ludwig XIV., auch bekannt als Sonnenkönig. Während seiner Herrschaft begann Ludwig, die Grenzen seines französischen Königreiches mehr und mehr nach Osten hin auszuweiten. Als 1685 der pfälzische Kurfürst Karl II. Kinderlos starb, nutzte Ludwig XIV. Die Erbansprüche der Schwester Karls II. Und seiner Schwägerin Elisabeth Charlotte von der Pfalz, um 1697 nach neunjährigem Krieg die linksrheinischen Gebiete des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in Besitz zu nehmen. Damit wurde das gesamte Elsass französisch, darunter auch die Reichsstadt Straßburg. Ungeheuerlich! So ging es auch den Zeitgenossen. Ludwig XIV. War während des Krieges mit äußerster Härte gegen seine Feinde vorgegangen und hatte ganze Städte zerstören lassen. Nicht nur Speyer, sondern auch Worms, Mannheim und Heidelberg wurden von französischen Truppen zerstört und geplündert. Die Ruine des Heidelberger Schlosses zeugt bis heute davon. Übrigens nicht ohne Grund. Rund 100 Jahre später wurde das Schloss während der Napoleonischen Kriege nämlich zum patriotischen Sinnbild gegen die französische Unterdrückung. Natürlich wurde es das. Nachdem 1789 in Frankreich die Revolution ausgebrochen war, schwappten die Ideen von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit auch ins Heilige Römische Reich deutscher Nation hinüber. Eine der ersten Städte, die diese Ideen übernahmen, war Mainz, das im März 1793 die Republik ausrief. Diese war jedoch nur von kurzer Dauer. Bereits im Juli, also nach nur 4 Monaten, war der Spaß schon wieder vorbei. Preußische Truppen, die seit 1792 Krieg gegen das revolutionäre Frankreich führten, eroberten die Stadt. Doch Mainz sollte nicht die einzige Stadt bleiben, die dem französischen Vorbild folgte. 1806 unterzeichneten 16 der deutschen Länder die Gründungsakte des Rheinbunds, womit sie erklärten, nicht länger Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu sein. Die Leitung des Bundes übernahm übrigens Karl Theodor von Dalberg, der ehemalige Kurfürst von Mainz. Schirmherr des Bundes war Napoleon Bonaparte. Als Reaktion darauf legte Kaiser Franz II. Nur einen Monat später in Wien offiziell seine Krone nieder und erklärte das Heilige Römische Reich deutsche Nation für erloschen. Da hat er aber schnell aufgegeben. Der Rheinbund sollte keinen Bestand haben. 1813 zerfiel er, nachdem sich mehr und mehr Mitglieder der Koalition gegen Napoleon anschlossen. Auf dem Wiener Kongress, der Europa nach dem Ende Napoleons wieder neu ordnete, fielen zahlreiche Gebiete des ehemaligen Bundes, darunter auch das Rheinland, an Preußen. In den folgenden Jahrzehnten setzte im Zuge der deutschen Identitätssuche sowohl eine große Germanenbegeisterung als auch eine Mittelalterbegeisterung ein. Gerade die Preußen sollten im Rheinland zahlreiche der verfallenen Burgen wieder aufbauen und sammelten sogar Geld, um den Kölner Dom nach 594 Jahren endlich fertigzustellen. Das Rheinland wurde damit in Abgrenzung zu Frankreich als typisch deutsch verklärt. Dass man bereit war, dieses Gebiet im Notfall vor den Franzosen auch militärisch zu schützen, demonstrierte das Lied »Die Wacht am Rhein«, das ab 1871 immer mehr an Popularität gewann. Ich werd geklirrt und wogen bald,
Und auch wenn man während des Deutsch-Französischen Krieges die Gebiete Elsass-Lothringen von Frankreich zurückgeholt hatte, wurde die seit Napoleon gut gehegte deutsch-französische Erbfeindschaft weiter gepflegt. Was man auch hier auf diesem Gemälde sieht, das passenderweise den Titel Die Wacht am Rhein trägt. Zu sehen ist eine Germania, also eine Personifizierung Deutschlands, die am Rhein darauf aufpasst, dass kein Franzose diesen deutschen Fluss jemals wieder übertreten wird. Sollten die Franzosen es doch tun, kann man hier unten sehen, was mit ihnen passieren wird. Denn Germanias Schwert steckt in einer Schlange, die natürlich für Frankreich steht. Schon ein bisschen fies. So ganz harmlos waren die auch nicht. Die Demütigung zahlten sie Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs heim. Zumindest war dies die Perspektive der Deutschen. Der Versailler Vertrag ermöglichte Frankreich bereits 1919 die Besetzung des Rheinlandes. 1923 griff es nun auch noch auf das industriell starke Ruhrgebiet zu. Grund dafür waren Verzögerungen bei der Zahlung der Kriegsentschädigungen seitens der Weimarer Republik. Die Besetzung des Ruhrgebiets nahmen die Deutschen mit größter Entrüstung auf. Augenblicklich flammte die deutsch-französische Feindschaft wieder auf, wie wir es auf zahlreichen zeitgenössischen Plakaten sehen können. Was als besonders schmachvoll angesehen wurde, war, dass die französischen Besatzungstruppen zu einem Teil aus afrikanischen Kolonialsoldaten bestanden, unter anderem Arabern, Berbern und Senegalesen. Die Bildsprache dieser Plakate ist dabei eindrücklich. Während die Marianne, die französische Nationalfigur, wie eine blutlüsterne Hexe gezeigt wird, sind die Kolonialtruppen mit übertriebenen Gesichtszügen dargestellt, um sie zu karikieren und zu entmenschlichen. Ihnen wurde zudem eine übermäßig große Zahl sexueller Übergriffe auf Frauen und Mädchen unterstellt, die sich in diesem Umfang historisch jedoch nicht nachweisen lassen. Vielmehr wurde damit auf die rassistischen Stereotypen verwiesen, dass afrikanische Männer sexuell aktiver seien als europäische. Sowohl literarisch als auch medial wurde dieses Thema teils massiv pornografisch ausgeschlachtet. Auch der Reichspräsident Friedrich Ebert hielt eine Rede darüber, dass der Einsatz französischer Kolonialsoldaten nord- und ostafrikanischer Herkunft eine Demütigung für Deutsche sei. Die Kinder, die während dieser Zeit aus Beziehungen zwischen Kolonialsoldaten und deutschen Frauen entstanden, wurden als Rheinland-Bastarde abgewertet. Während des Nationalsozialismus wurden diese sogar, gemäß der menschenverachtenden völkischen Logik, zwangssterilisiert. Heute hat das Rheinland zumindest als ideologischer Zankapfel keine Bedeutung mehr. Seit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags 1963 haben sich Deutschland und Frankreich auf eine Verständigung der beiden Länder geeinigt und verschiedene Schritte unternommen, um aus der deutsch-französischen Erbfeindschaft eine Freundschaft zu formen. Nachdem wir uns in dieser Folge mit einem Erinnerungsort befasst haben, der heutzutage für die meisten Deutschen seine Bedeutung verloren hat, widmen wir uns in der nächsten und letzten Folge einem Ort, der zukünftig mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte.